So, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge von Transportfieber 2. Und zwar werden wir heute von Heiterbach über den Fluss hier hingehen. Nach Vetschau. So, ich bin nur noch nicht ganz schlüssig, aber ich nehme an, dass wir den Bahnhof vielleicht hier so hinsetzen. Dass wir hier so über die Schienen hier so drüber kommen. Oder wir hier so hinsetzen, den Bahnhof. So, das müssen wir dann mal gucken, wie wir es am besten machen. Hier vielleicht noch eine Straße hin und da den Bahnhof hin. So, lasst uns das erstmal machen. So, Stadtstraße. Nehmen wir eine zweispurige, die müsste eigentlich reichen. So. Okay. Jetzt ein Bahnhofsgebäude. Was haben wir denn hier? Was ist das? Anzahl Gleise, Spuren. Ist das nur für Straßenbahnen oder was ist das jetzt hier? Das ist für Straßenbahnen, oder? Ich glaube ja. Hm? Hier, mittlere Bahnsteig. Ja, das ist nur für Straßenbahnen hier. Einbahnstraße, so. Dann haben wir das, was haben wir hier? Ein Gebäude. Ah, hier haben wir noch andere Sachen. Genau, Depot. So, jetzt wollten wir aber erstmal einen Bahnhof haben, hier. Aber ich bin auch bei den Falschen, so, hier musste ich hin. So, nehmen wir einen Kopfbahnhof. So eine ältere Epoche hier, es ist ja eine ältere Ortschaft. So, drehen wir sie mal. Eigentlich hätten wir die Straße vielleicht auch ein bisschen schräg machen können. Dann wären wir vielleicht besser dahin gekommen. So. Von hier schräg hier rüber, so. So. Und da den Bahnhof dann dran. Dass wir da über die Schienen, über den Fluss kommen. Das ging natürlich auch. Warte mal. Ja, wir müssen ja über den Fluss kommen. Ja, dann wäre es hier so am besten so. So, setzen wir ihn einfach dahin. So, dann müssen wir mal gucken, was nehmen wir denn? Die Außenseite am besten so schon ein bisschen hoch gehen. So, jetzt habe ich wieder die alten Schienen. Hier vielleicht schon in eine Brücke übergehen. Schon eine Brücke nicht schlecht, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir irgendwie hier die Gleise dann auch irgendwie rumkriegen später mal. So, gehen wir hier schon mal noch höher, dass wir hier auf eine Brücke kommen schon. So. Kann ruhig noch ein Stückchen höher sein. So. Gucken wir mal, was für eine wir nehmen. Ja, am besten gefällt mir ja immer noch diese hier mit dem Eisen drunter, ne? Die gefällt mir ja immer noch am besten hier.
Ich weiß noch nicht, ob da noch Schienen drunter passen würden. Aber wir können auch so eine moderne nehmen. So eine ging auch. So, machen wir es erstmal so. Dann hier rum. Müssen wir gucken, dass wir. Ja, hier hinten brauchen wir ja nirgends mehr. Hier geht es ja nicht weiter. So, die Flucht kriegen nach den. Außen hier. Was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt die rechte Seite. Ja, das passt ja. Dann müsste das ja jetzt hier da dran. Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Es wäre ja schöner, wenn wir auch ein bisschen gerade da aus dem Bahnhof rauskämen. So, erstmal hier so ein bisschen gerade bauen. So. Und dann hier ansetzen. Oder wir setzen von hier aus an in das Kleister rein. Und vielleicht noch ein Stück abreißen. So ein kleines Stückchen. Dann ist die Kurve vielleicht nicht, aber das ist auch nicht gerade, was wir hier haben. Wenn, dann müsste es schon ziemlich gerade rausgehen, so. Aber vielleicht nicht ganz so weit. So, jetzt nochmal hierher. So, und jetzt mal gucken, dass wir von der Brücke da reinkommen. So, ja, das ist doch schon mal was. So, nehmen wir das zweite direkt mit. So. Gehen direkt hier rüber. Und hauen es direkt hier mit dran. So. Jetzt kommt wieder Donnys berühmte X-Weiche. Die selten beim ersten Mal funktioniert. So wie jetzt. Nein, ich will ja nicht auf Nein, ich will ja auf Ja. So, dann lasst uns jetzt mal ein paar Signale da setzen. Das waren aber dann auch die neuen. So, dahin. Dann da und da. So. Hierhin. Hierhin. Jetzt müssen wir natürlich hier auch wieder so eine berühmte X-Weiche reinhauen. Wir brauchen sie zwar nicht, weil er ja zweispurig fährt, aber wer weiß, für was wir sie mal brauchen. Und die funktioniert beim ersten Mal wieder nicht. So. Die können wir auch nachher noch einbauen. Nachher noch reinziehen. Weil wir brauchen sie ja eigentlich theoretisch gar nicht. Aber wir versuchen es nochmal. Ne. Ist wieder ein Knoten in der Weiche. Kriege ich wieder nicht hin. Na, macht ja nichts. So, dann gucken wir mal hier bei der Linie. Das müsste die sein. Genau. Fährt er denn nach Hai? Fährt er noch gar nicht? So, der kommt von. Das ist er doch auch gar nicht. Das ist er doch. So. Haibach. Müsste er ja jetzt nach hier fahren.
und wieder nach Haibach zurück. So, drücken wir mal die Doppel-1. Mal gucken, ob er zweispurig fährt. Nee, er fährt nicht zweispurig. So, müssen wir mal gucken. Haibach, Gleis 2. Jawohl. Dann schafft das nämlich hier zweispurig. Hier rüber. Und fährt dann da rein. Genau. So. Das ist hier Spree. Dann könnten wir ihm ja sagen, da kannst du auch in die 1 rein. Wenn was sein sollte. So. Dann hätten wir die Linie von Arneburg kommend ja schon hier drin. So, wir kommen ja praktisch hier von hier Bad Lauchstetten über Arneburg, Remda hier hinten hin. So, hier über Oberramstedt, hierher Heineburg, bis hierhin. So, müsste ja der Zug eigentlich jetzt fahren. Ich sehe schon, wir haben neue Züge gekriegt. Müssen wir mal gucken, was wir was Neues kriegen hier. Vielleicht kriegen wir jetzt hier mal auch eine Regio. So, mal gucken. Was haben wir denn an Elektro? Aber keine. Diese haben wir hier. Aber die sehen nicht schön aus. Die sehen ja ganz schön aus. Wie viel haben sie? 44 Leute. Ja, der passt ja auch. Das ist DB Regio und das ist nur ein anderer Aufdruck drauf. Und das ist auch ein Diesel. Aber wieso sind diese eigentlich so hier höchstgeschwindig? 160 Diesel. Deutsche Bahn. Ja, aber das sieht doch schäbig aus. Dann lassen wir die Züge erstmal laufen, die wir haben. Weil Elektro haben wir da gar nicht so viele. Gut, wir hätten diese hier noch. Und natürlich auch die schönen Straßenbahnen hier von Karlsruhe. Die hier. Und hier ist auch noch eine Dübak. Und das hier sind eigentlich auch Elektro. SBB Dübak. Das sind doch auch diese Straßenbahnen. Aber wieso gibt es den denn nur? Kann ich die hier? Die kann ich auch in so einem Verbund fahren lassen. Ja, wir lassen erstmal die beiden Züge drauf, die wir da haben. Oder die Züge, die wir da haben. Und gucken jetzt erstmal schnell, in welchem Takt sie fahren. So, 4 Minuten. Ja, das passt schon. Die Zeit geht ja einigermaßen schnell um. So, 4-Minuten-Takt hat der hier. So, jetzt müssen wir dann nur mal gucken. Wir haben natürlich jetzt keine. Wir müssen natürlich jetzt auch mal gucken, dass wir jetzt hier noch. Busse hinkriegen. Ich habe immer noch die anderen Gebäude, nicht alle. Aber so eine kleine reicht ja hier. So, machen wir immer sofort 2. So. Thank you.
hier nochmal hin. So, und jetzt müssen wir mal eine neue Linie machen für die Busse. So, von hier nach hier, hier, hier. Hier und da. So. Genau. So, der Ort heißt, aber die Straßen sind alle gleich. So, der Ort heißt Fettschau. Fettschau. Machen wir Schrägstrich, ja. Schrägstrich wegen mir. Wo haben wir ihn? Hier, dann macht er die 7, Schrägstrich, Spreewald, Buslinie, das ist ja für den Spreewald auch wieder die 1, Punkt 0. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir andere Depot, also dass wir ein Depot kriegen. Oh, ich habe auch die neuen Haltestellen jetzt hier schon. Schön, was ist das? Straßenbahn und Busterminal. Ah, oh, das ist ein modernes. Ja, aber das können wir hier nicht hinsetzen, groß. Was ist das? Modernes Bus- und Tramstation. Nee, ich brauchte ja sowas hier. Ich brauche sowas. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt ein paar andere Busse dabei haben. So, die alten da oben. Hier. 4 Stück. Auf die... Wo haben wir sie denn? Hier, Fechtau. So, es gibt aber doch, es gibt eine Straßenverbindung hierhin. Müssen wir mal schauen. Machen wir jetzt hier auch erstmal Busse hin. Da haben wir auch noch nichts. So. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die großen Haltestellen auch. Solche hier. Fährt gar kein Bus her. Wenn jetzt hier so rumfährt, hier. Ja, aber. Da fährt gar kein Bus. So, egal. Machen wir eine neue Linie. So, hier vom Bahnhof. Hier hin. Hier, hier, hier. Und wieder Bahnhof. Okay, das passt. So, dann ist das hier Heiterbach. Heiterbach. Buslinie. 1.0. So. Jetzt braucht Heiterbach noch ein Depot. So.
Alter, war jetzt eine Buslinie. Haben wir oben nicht noch andere Busse? Ja, das sind aber nur die, die wir sowieso schon hatten. So, Heiterbach Buslinie, Heiterbach. So. Wir können natürlich auch eine Buslinie von Heiterbach, versuchen wir es mal, nein, eine neue Linie. Und zwar Heiterbach neu hierher. Hierher. Nach hier. Hier. Und wieder zurück. Dann hätten wir so, ja, der muss ja dann, der fährt dann da rum und fährt da wieder zurück. Genau. So. Bus Regio. Heiterbach. Ja, war doch Heiterbach, ne? Ja. Heiterbach. Und das heißt irgendwie Fetsch. Fetschau. Wo haben wir es denn da? Minus Fett T, so Fett T Schau Linie oder wir machen nur ein R hier hin. Wenn sie über Land gehen, dann wird es nur eine R. So. Und das ist dann. Eigentlich müssten wir die zweistellig machen. Oder dreistellig. Oder wir machen die dann. Machen wir hier, wenn ich das jetzt hier alles wegmache, so, und dann hier hingehe, Bus, RE, Regio 1, aber mit dem Bus. Ja, schön, läuft. Muss ich mal gucken. Also wir haben noch gar keine Busse gekauft dafür, ne? Nee, haben wir noch nicht. Wird auch nur 70, 21 Leute, 21. So. Wo haben wir sie denn? Hier. So. Aber da müssten wir jetzt auch mal mitfahren, um zu gucken. Einsteigen in den Bus.
jetzt geht's nach unterer Weg am Sportplatz. Seinem Schicksal sozusagen. So, ich wollte jetzt noch mal gucken, da sind wieder neue Loks gekommen, ob wir irgendwas hier in der Regio austauschen können. Jetzt muss ich mich selber erstmal hier zurechtfinden. So, dann müsst ihr, hier ist ja das Depot. So, Diesel ist klar. Elektro, hier. Verschiedene. Das ist nur eine Look. 136, 136, 136. Das ist Bahn Rhein-Main, Stuttgart, Rhein-Main, München, Köln. Köln? Köln. So, aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Aber wir können es auch noch schnell machen. So, ich würde sagen, hier auf der Strecke nehmen wir jetzt mal die Regios. So, Fahrzeuge. Nein, das war der falsche. Fahrzeuge. Alle austauschen gegen Köln. So. Gemacht, getan. Jetzt müssen wir mal hier, da fährt er. Ach, jetzt ist natürlich hier der Tunnel wieder im Weg. Aber da müsste er gleich rauskommen. Da kommt er. Schon mal hier was Moderneres am Fahren. Schön.
Das ist doch schon mal gut. So, Straßenbahn müssten wir auch dann vielleicht mal austauschen. So, die Folge ist schon wieder leider zu Ende. Aber es hat Spaß gemacht mit euch. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis demnächst, euer Donny.